dann stehen. Also, es war jetzt eine lange Pause. Ich glaube, da stehen sie sehr gut. Dann das zeige ich nach Ende dieser Karte. So. Die stehen einfach sehr gut da, sag ich mal jetzt schon. So, wir gehen in die Knife Round. Auch noch einen Min bauen. So. Tagen, 5. August, 19 Uhr wahrscheinlich. Da ist wohl ein bisschen Respekt gerade am Vielleicht Start. sogar auch gecastet. Ja. Da wurde schon der ist ausgetauscht am Knife. Oh. Da. So. One. Er macht da jetzt das. Ja, gut. Man Haben wir muss den schon sagen, die zweiten Rest Knife Round der Knife Round. nehmen immer hier oder gewinnt halt immer Jan Anay mit, aber hat ja nichts zu sagen. Ja gut, die Knife Round und dann noch vier im Game. Haben wir hier ein 1-1 rausbekommen an dem Spieltag oder ein klares? Wenn sie jetzt noch die Map gewinnt, dann ist es ja ein 2-0. Weil ich bin ja nur, es werden ja nur zwei Maps gespielt. Also wenn jetzt angenommen Anhalb gewinnt die Map, dann ist es ja ein 1-1. Aber die Jungs sind so ultra heiß. Haben wir ja auf Cobblestone gesehen. Aber ich kann ja mal. Damit. Ich brauche echt noch einen dritten Monitor, ohne Witz. Hält der Startschuss, also noch nicht so in dem Sinne, aber. So. Wollen wir mal. Es wird wohl eventuell ein A. Wollen Sie auf A blenden? Bin ja auch wunderbar. Ich liebe, wie man hier zeichnen kann. So, jetzt machen Sie die Go und auf geht's. Boah, da sind die Bretter einfach mal. Wahnsinn. Autsch. Hält noch einer zurück. Bei den drei Retake. Diesmal. Bei Kobbel immer. Rick soll den gesehen haben. Rechtzeitig in Deckung. Rex kann danach fahren von Ramp. Ultimate ausgeschaltet. Was war das denn? Gut ins Crosshair gelaufen. Starke Leistung und. Ja. Loaden. Da kann er leider nicht mehr nachziehen. Aber es Doch. war viel. Keine Chance mehr. Die Runde gelaufen. Noch Boah, eine die Bretter. Pistolrunde an X-Trace. Alter, was für ein Brett war das denn? Und er ist auch direkt ins Wasser gelaufen, also. Aber gut. Gesetzt das Cross. Das ist das 1-0. Sicher. Vielleicht das 2-0 und das 3-0. Immer so weiter. Okay, was ist das? Was hat die Flash jetzt gebracht? Habe ich noch nie gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt ein Split spielen wollen. Die sind zu viert Drei A. Leute, Also Lost Palace. wenn sie jetzt B einen da wegholen, dann können sie locker drauf. Pre-aimed. Nochmal gut gepre-aimed. Nochmal gut gepre-aimed. Aber einer steht da noch. Ja, auf Und BB es ist wird halt aber ein frei. B-Go. Das wird ja. Ja, das ist eine klare Sache. Ja, jetzt können sie die Bombe legen. Low HP, 1 gegen 4. Da würde ich nicht Chancen sehen. Da würde ich erstmal versuchen zu safen. Für die Eco-Runde. Rex stark an den Anti-Frex. Also die Runde ist ja mal wieder so schnell rum. So, da ist es 2-0. Abgefangen. Kein Wahnsinn. Save. Full Eco. Haben sie sich für den Boss entschieden? Auf Kobbeln nicht, aber. Geschrieben, wie viel AP er hatte? 18. Ja, 18. Oh, Red. Wow. Ja.
Boah, was? Wahnsinn. Ja. War gut, war halt eine Antheke. Ja. Das ist. Obwohl bei so laufen wird, würde ich mir Gedanken machen. Hm. Die sind einfach heiß, ultra heiß. So heiß wie Magma. Wieder eine Double Op. Kann man sich doch erlauben mit dem Geld. Wo ist der Trace? Machen wir den. Muss ich mal dahin gehen? Da. Der räumt ja auch richtig gut ab, der Kerl. Wunderschön. Laufen sie auch schon in die B-Leute rein, die aber nichts ausrichten können. Wahnsinn. Direkt von der UMP ausgeschaltet werden damit. Waffen-Upgrade, M4 am Start. Das Schönste finde ich halt, sie arbeiten ganz viel mit Smokes. Das ist richtig schön. Wird halt alles ausgeschlossen, was geht. Wollte es auch sein, weil sonst machen sie es annehmend ja recht einfach. Ich meine, ich weiß nicht, ob das Ergebnis anders stehen wird, aber... Putz. An den Aim haben sie ja noch. Halt viel einfacher. Parken, Engel, herausbewegen, Support, kommen sie jetzt noch weg. Jetzt haben wir einen Jungle und einen. Oh, das ist ein guter Pass für jeden, der mit dem Loch da rein will oder der von Short ab. Aim. Ja, da sieht man ihn auch, aber Finn. Und seine Meinung. Saved, aber kein Geld da. 601, warte mal, gehen wir mal, Da eine Eco. Aber Eco Boah. Wäre hier recht dumm. Also Wahnsinn. Bossensee. Wahnsinn. Trotzdem noch ein bisschen Geld auf der Hinten. Economy Management. Boah! Was? Ich kann. Wahnsinn. Hat dann einen guten Warden gefunden. Wird auch gleich NS geschrieben. Krass. Schuss gewesen sein. Hm. Da bin ich auf dem Stream bei dir drauf, oder? Doch, ich war drauf. Ich war voll drauf. Ich war drauf. Ich war drauf. Ja, ja. Ich hätte halt immer andere Spiele. Ich weiß, was abgeht. Das Murphy läuft da mit dem Knife, kann der Terrasse spotten. Knife wäre da jetzt lustiger gewesen. Alle aimt schon im richtigen Eingang. Durch die Smoke schon. Weg. Bot war durchaus. Aber da jetzt nicht reinpicken, weil er weiß, dass er vielleicht. Oder sich doch. Hat ihn gespottet. Gutes Timing. Er fliegt, hittet ihn aber wenig. Aber links raus. Erwartet, dass. Rausgeht. Bank hier hinten. Die Bank hinten im Apps drin. Bombe ist gelegt. Keine Ahnung, dass keiner in seinen. Ich doch noch mal etwas Zeit ein, aber so wie wir auf Exits gehen, kein Kit da und Waffen, die sie haben, sind eher speichernswert als. Bombe liegt halt und das ist halt die Runde ist wieder. Gewonnen. Rex reinlaufen, Waffen Upgrade machen, M4 auf K. Sehe eigentlich mit dem Geld aus. Boah, yeah. T-Race mit 3. Ja, haben ordentlich Geld, also die schwimmen in Geld. Denk mal, bei den CDs wird es eine Eco geben. Oder? Ja, ja, ich könnte, aber sonst können alle kaufen. Oh ja, Arex kann den Oh, MP was? Durch die Holzwand? Ja, da läuft er und einfach rein. Pff. Alter, so richtig, richtig Reaktion. Pff. Dafür ist der Standard auf Feuer da. Hm.
Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Weit vorne und kann ihn nicht setzen. Das wird er bereuen, denn jetzt ist der Zug am Rollen. Steps hat auf dem Afterlife nochmal gehört. Short-Schüsse wurden auch gehört und gespottet. Legends sind aber schon da. Bin ist hier aber gut am Abnehmen, wird ihm aber nichts bringen. Das Timing, oh, das tut Wahnsinn. Weh. Aber trotzdem fällt hier noch ein Bus. Favor of Express. Und da ist auch der Fake Peak drin. Er läuft, weil er full ist in die Molly. Das haben sie auch gehört. Ist und wo haben sie nicht. Da geht er sauber. Nicht. Schön gespielt. Kann man nichts anderes zu sagen. Oh gut. 6 zu 0. Ich mein, läuft. Hat kein Geld auf Unnamed. Mit mir auch. 12.000 Blackie, ey. Wir haben da eine schöne Bank aufgebaut. Ja. Erstmal rundenlang abheben. Schön. Boah, Wahnsinn, da läuft einfach. Richtig schön. Hat da einen auf Shot. Das haben die, was, hä? Wie hat er die da rüber geholfen? Vielleicht gesehen. Boah, man wird gelegt. Ja, ein Bombenblend. Das ist immer sehr gut, wie Extras das handhabt. Dass die auch in Anti-Ecos und so immer die Bombe legen. Für das extra Cash. Kann halt immer noch eine Runde reinbringen, ne? Wenn zum Beispiel zwei verlieren, haben sie dann zwei. Also sie stehen sehr gut, also da werden sie, gehen sie auch safen schon, oder? Oder? Ja, gehen sie safen. Und da ist das 7 zu 0. Warte, der Fullbar ist endlich da. Oh, was mach ich denn da? So. Verdrückt. Kann mal passieren. 8, 1, 2. Ey, eigentlich müssen jetzt die doch alle dann schon. Ja, eigentlich müssen sie jetzt eigentlich schon zwei Tracks zweistellig haben. Aber Strict wieder mit dem ersten Track. Das ist ja die erste Sahne hier. Die auch immer wieder reinlaufen. Ja, die machen halt Druck, aber als Ausgleich nehmen sie den Druck wieder raus. Also sie wollen halt dem Gegner halt vermitteln, dass es halt dann mal, dass sie mal offensiv gehen und dann mal wieder defensiv. Ich finde das gut. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verplappert. Gut, das ist aber, das soll man aber auch erwarten. Standardaufbau. Dann von Fomus hat er die ausgenutzt. Rex geht auch noch einen Nade nachgeschmissen. Puh. Also wenn die Runde jetzt nicht genutzt wird, die erste und Bots holen, dann Fokus weiß gehabt. Ich auch nicht. Rix gut abgeaimt. Yes. Junk. Ausgetradet, die Bombe. A. Da Augen auf A. Wortwörtlich. Der Gadget wird nicht gebottet. Okay, er macht sich bereit, dass er rotiert. Rex wird da abgefangen. Der auf Spot holt ihn gut raus, aber CT kommt nach, das erwartet er nicht. Cookie hat richtig schlecht verschossen. Alter, richtig Glück gehabt. Eine Hitbox näher dran, da wäre Hops gewesen. Oh, er nutzt die Box raus.
Ja, K, gut, dann da raus. Ganz, ganz schade, dass er das nicht hat, dass er Aber vom Sektor kommt. das 7 zu 1 steht, 7 Runden ist besser als gar keine, Ja, ist eine sehr 7 gut. zu 1. Ja, 7 zu 1 meine ich doch. 7 zu 1. Okay, zum zweiten Mal jetzt mal. Ja. So. Ja, der Finn kann auch ordentlich Runden ankaufen. Wahnsinn. Man geht jetzt zu zweit auf B und drei legen A, einer macht Mitte und sie wollen halt auf A aufbauen. Blacky wird gleich Alle da Mitte die lurk, schon Splash bereit. werfen. Da kommen auch schon die Smokes und Smoke ist Flashes. geworfen. Er hat einen guten Winkel, einen sehr guten Winkel. Damit ist die Runde over. Das ist echt gut ausgespielt gewesen. Man hat sich das aggressive Spielen von annehmend etwas mehr ausgezahlt. Haben Sie Ihre Rundenzahl innerhalb von einer Runde verdoppelt? Ja, das zu laut Möchtest sagen. du diesmal einen langsamen Start ins Game? Finn mit der SG-553 unterwegs, noch nie gesehen. Oh, dann wird er gleich ordentlich gebraten. Eine Damage, die selbst halt mal gehört. Man muss den mit. Lange ist gespottet. Er piekt raus, hol ihn auch. Der Konfident, der wieder von der AWP erwarten können. Unlucky Timing, holt ihn aber noch. Erex raus ist das Mark, kann ihn leider 19 nicht APL. holen. Der langsame 19. Start zieht sich durch. Gerade für Eric aufdrehen wird. Selbst wenn nicht, man sieht, dass ein Team, dass Eric jetzt nicht so der Hard Carry ist. Geht, sein Team kommt auch ohne ihn gut recht. Wäre schön. Refrain auch ohne Schießen, dass man nicht hört. Selbst sollte man hören. Sollte gleich auch in den Winkel reinhüpfen. Der Fullplant geht durch. Eins wird raus, Symptom ist wohl den. Schade. Ich hab's mir schade. Bye. Backspace. Komm, wir gehen hier. Als Quickset, der zweistellig steht. Und sie wollen wieder auf A aufbauen. Oder Läuft drauf rein, halten. Hälfte muss man diesmal kämpfen. Ja, sehe ich genauso. Schön. Schön abgehämmt. Sehr patient. Aber schon mal wieder am Pushen. Seine Laufbahn 4 leider gegen nicht 3 stark genug. Situation. Bomb belegt, aber schon mal Geld zurück. Wie kann der Terrast holen, den Darker? Dadurch bleibt er nochmal auf B. Sauber. Abut fällt. Frage, wird es hart B? Auf A, aber Ich kann sich halt wir nicht sind noch nicht entscheiden. so ganz dafür Man kann sich halt entscheiden. nicht entscheiden. Jetzt sollte da gleich gespottet werden. Bitte. Er jumpt um die Ecke, wird aber rechtzeitig noch rausgenommen, weiteren Schaden zu verhindern. One, was macht Sinn? Schauen wir mal. Er macht's Wird richtig. gut Er macht's rausgeholt. richtig.
dass ich da sehr sicher, dass er den Schuss hittet, gibt die AWP aber trotzdem weiter. Hätte die Flash jetzt nicht geworfen, dann wäre es, glaube ich, jetzt anders gewesen. Oh, was? Der wurde schon geht durch die Smoke? Hack geben durch die Smoke, der aber nicht gemacht. Ist das? Ja, gut. Headshot, aber. Der Fall. Wir haben hier lediglich. Boah, schön. Ausgenommen. Sauber, wie immer. Haben wir Glück gehabt. Er macht einfach mal 3K, ist ja für ihn Problem, ist ja kein Problem, ne? Ist ja wie Kaffee trinken. Wir haben ja allesamt keinen Käfer. Schade, dass er hier einfach mal rausholt. 3 rausgenommen. Wahnsinn. Wir laufen der Ziele in der Eco. Da noch irgendwo eine Waffe zu holen, aber wenn du einmal angeschossen wirst, kannst du eh nicht mehr. Ja, es sind halt auch gegen 4 gegen 1. Wahnsinn. Und ob Avex ihn deckt. Der Impel ist. Naja, da hat er die Steps. Fest. Ja, Bombe geht hoch. Von zwei Winkeln, perfekt. Sauber. Saves vorgebeugt, 9 zu 3 ist die Scoreline. So, die Statistiken. Immer vielleicht sogar noch ein 12 zu 3, wer weiß. Ganz Überlebenszeit. Wer lebt denn von denen am meisten? Oh, der Finn, 60 Minuten. Echt? Ja. Der Toten. Meisten Tötungen. Schön, einfach mal drauf. Ja. Einfach mal. Herz gegriffen und das Smoke rausgecrouched. Also kann man einfach nicht erwarten, wenn man BT. Ich spiele sie jetzt alle halt ein bisschen langsam. Seid auch. Da kommt der Go. Da kommt der Go. Was war das denn? Was war das denn? Das war mir zu schnell. Was war das denn? Können wir das nochmal so in Slow-Mo haben? Also ein Clip sehe ich, bei Twitch wurde schon geschnitten. Also ich war drauf, aber das war so langsam. War schon so Flick. Alter, das war ja richtig Box, Flick. Ne? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das war, Wahnsinn. Ist nur noch 2 gegen 1. Oh, da könnte er jetzt durchziehen, wenn er am Kit hätte. Das hat er nicht, der im Jungle, aber er steht CT. Der will einfach nur noch aus Verzweiflung durchziehen, kann er aber nicht, weil er weiß, er kommt jetzt raus und trifft den Schuss. Was ein Flickshot. Wird die AWP. Ich hoffe, das kann jemand vor uns festhalten. Kann ja auch bei Twitch. Jetzt wird's aber langsam Albtraum-Szenario hierfür annehmen, weil wenn man hier nochmal in eine 3-12-Runde geht, einfach nur durch mehr oder weniger Clutches, knappe Runden, das halt auf Dauer so Momentum. Auch keine Pause wird gezogen, es werden. Nee, sie spielen einfach Eis. Oh mein Gott. Wir versuchen auch nicht das Momentum Wahnsinn. Zu unterbrechen. Wir sehen ständig Ekos. Kommen nicht so wirklich Game rein. Sie haben rausbekommen, wie sie so ein paar Runden holen können, aber das genügt halt nicht. Genau. Für ein Team von dem Kaliber von X-Rays auf der T-Hälfte. Hat man auf Koppel schon gesehen. Mal sehen, ob wir hier das Déjà-vu erleben. Wieder nach Eko der Fullboy, letzte Runde, erste Hälfte. Schauen wir mal. 11-3. Eine Runde, dann wären wir bei 12-3. So,
Und dann war diese Dreierkette. Ne, Viererkette, das sehe ich, erzähl ich denn da. Und sie wollen halt auf A drauf. Sie wollen halt direkt auf A drauf. Ja, das kriegst du aus einem schönen AK. Wunderschön. Okay, macht hier. Dribbel machen so. Kann auch. Finn, mach halt wieder Frag. Alter, rausgeholt werden. Boah. Rex, guter Thread, Get Thread muss gespottet werden. Get gespottet rechtzeitig noch. Der schon mit der Tech 9. Schön, dass er nicht aufs Messer geswitcht hat. Wird CT da erwartet, ist die Frage. Nachgesmoked wird, also denke ich mal, ja. Kann durch die Smoke geholt werden, ist aber auch gerade schwer gewesen. Jetzt kommt's nur noch drauf an. Crosser gegen Crosser Place. Aber kein Problem für Terrast. Easy going. Lässt er nochmal seine, darf ich jetzt nicht sagen, raushängen. Wahnsinn. War halt automatisch One-Tap war klar. Hätte er weitergeschossen. Puff. Nein. Sehr schöne erste Hälfte, 12 zu 3. Déjà-vu, ist da. Da geht's auch direkt gleich weiter. Ja, jetzt holt annehmend die Pistol-Runde, dann holt Express die zweite Runde und dann 16-4. Was hältst du von der Annahme? Ich lass mich mal überraschen, ne? Was passiert? So, es sieht wieder verdächtig nach A-Go auf. Ja, da geht auch 3 wieder gleich ihr A-Haus. Sie wollen halt direkt und ich glaube, das müssten sie riechen. Da, da. Ja, da kommen auch schon die Rotations. Und er sieht nichts und versucht nur durchzuschießen. Rex wird sofort rausgeholt. Oh. Terrast auch. Finn auch. Oh, ein Cookie Team. Cookie holt erstmal seinen Teammate. Kein Problem. Damit hat er immerhin. Was war das denn? Seinen dritten Kill in der. Gefährlich werden mit das. Ja, sie laufen Smartify jetzt rein. Oh, da hätte er auch 2 holen können. Ja, jetzt zieht sie zurück. Leitet sich dann doch die Tech 9, um das Kit zu saven. Seid abgefangen, ja, wird abgefangen. Wird auch direkt gejagt. Da ist das 4 dann zu 12. Dann wird zurückgeholt. 12, ja. Halt alles noch planlos. Forst rein, holt die zweite Runde. Für meine Predictions. Rettet sie, Leute, rettet sie. Finn, komm, lass dir eine Deagle raushängen. Okay. Da kann jetzt was. So. Das sieht eigentlich sehr ausgeglichen aus. Zweit wieder A, einer immer so schiebt da, macht, geht es Richtung Döner, wie man das nennt. Sie wissen halt jetzt nicht, was sie spielen sollen. Also hier annehmt. X-Trace macht da eben Masterplan richtig schön. Leider schon. Machen da komplett. Ich denke den nächsten. Ich würde da würde ich lieber jetzt saven. Aber da gibt's nichts zu saven. Da wird wieder Insit geholt. So. Jetzt wird es noch wieder eine Eco sein. Halb Eco. Pistol. Und dann geht's richtig los. Ja, es wird eine Eco. Oh mein Gott, das. Oh. Der USP-Train aus. Oh, da höre ich Knife Steps. Oh. Oh, da wurde auch fast rausgenommen, aber. So.
Spotify schreibt einfach mal. Haha. Hallo Snapster. Yo Snap. Jetzt an die Waffenrunde. Ja. Findet er, hat er seine AWP? Ich geh mal auf Finn, wo haben wir ihn denn? Er macht ihn sauber, er macht ihn weg. Kann da zum Glück austrainen. 2 gegen 3. Wunderschön. 2 gegen 3, wohlgemerkt. Oh. Leider. Ich bleib jetzt mal auf ihm drauf. Setzen. Aber wir zum Glück auch nicht. Bleib die Bombe raus auf A. Leider einen Double Kill holen. Damit reiße die Runde. Vorteil von. Ob Finn da jetzt Play machen kann, dass hier bin. Steps werden gehört. Sollte auch gleich rausgeholt werden auf Mitte. Das wird er auch. Aber zur AWP noch hin. Außer das Geld dafür ist da. Damit ist jetzt X-Trace in der Eco-Position. Moment, Tactical Timer wäre an der einen oder anderen Stelle. Wäre aber jetzt mal nicht schlecht gewesen, dass man sagen könnte, ey, was ist da los? Echt? Würde ich jetzt so sagen. Ja, das ist auch, oh. Das kann man auch gut machen. Das, so ja, kann man ja auch gut mit Nades spielen. Oder? Ja. Aber jetzt sind zwei Waffen rausgeholt. Das ist immer richtig gut, das wird richtig teuer für die. Kevlar ist auch da. So weit sein. Ja. Jetzt. X-Trails bemerkt, hey, wir haben gar keinen auf B. Und langsam die Bombe auf B. X ist derjenige, der diesen Ort halten wird. Ja. Also. Kann da leider noch mal zwei rausfallen. Die Waffen sind aber noch da. Jetzt könnte vom Timing ist ganz böse. Aber Bam. Da hat er Shot aus dem Augenwinkel gesehen. Flash da nochmal rein. Smurfy kann da nicht. Weiß, dass er noch da ist. Weiter auf B. B geholt. Damit eigentlich fast gelaufen, weil Arax hier kommt. Das muss hier zwangsweise schon einholen, wenn ihm das. Oh, er holt. Er holt beide! Klasse. Gut. Das hatte hier. Top-Runde. Erwartet, weil so vom einen Rad daher war der eine hinter ihm, der andere vor ihm, aber macht ihr den 80er? Gut. So. Kann man so hinstellen, annehmen. Kann man eine Schippe drauflegen. Die Runde noch holen, weil da ist Spacehead da, wenn sie die. Dann steht's 14. Der Chokepoint von manchen bestimmten Team. Es muss da nicht dabei sein. Ja. Offensiv reingepiekt.
Schön gemacht. Oh mein, oh mein. Ui. Oh mein, Mike. Ui. Ui, ui, ui. Oh, Ende. Oh, doch, massiert. Ach, so. Oh. Ui, ui, ui. Ja, doch, ich mich auch gerade gedacht. Ich so, oh. Oh. Wenn er da noch mehr macht. Was war das denn, ja? Vor, der macht den Klatscher. Dann hat er named echt. Hast du gerade nicht so? Du hast dich bestimmt erschrocken. Soll ich das als Caster sagen? Denke ich mal, ja. Das war gerade so eine Situation, so. Er steht da und dann auf einmal war ich bestimmt erschrocken. Ich hätte genauso reagiert, so, oh. Aber der hat den Kill ja auch easy gemacht. Ich weiß nicht, was annimmt, manchmal bei Aim-Duellen macht. Dann sieht Taktiken funktionieren gerade schlecht auf Mirage. Aber die Aim-Duelle am Laufen ist. Spottet kann ich. Der glaube ich noch gerade noch so geht. Oh! Max sieht rechtzeitig raus. So gut abgeaimt. Was schiebt nach auf Mitte. Hört sich gegen. Max, oh! War das knapp. Der Frag war sehr wichtig. Damit haben wir eigentlich ein fast 3 gegen 2. Warum ist es hier Low HP? Holt hier die Waffe. Komm, mach den Jumpshot, mein Junge. Macht den Jumpshot. Ah, schade. Wird da rausgemollet. Bummes. Oh, da verschießt er nochmal. Ja, schade. Die Bummes auch immer so in Low-Age-Situationen so gerade noch so rauskommen, muss man merken. So, die Art, wie er sich bewegt, irgendwie reißt er sich immer aus diesen grenzlichen Situationen raus oder so. 1 HP hat, 2 HP, 10 HP, 18. Genau. So, das sieht man halt meistens gerade bei Fumis. Überlebt das sind. Holt auch dann noch. Starke Leistung. Boah, 6 HP noch. Da ist er weg. Und sich halt auch, wenn man Terrasse ist, jetzt kann man eigentlich auch drauf scheißen. Auch einfach raus. Weil, neues Spiel und du jetzt. Das wollen machen, aber die Runde so schnell wie möglich verbringen. Und ja, mich halt ganz schnell hinter sich bringen, genau. Hallo? Was denn? Hat Finn da wieder einen Frack gemacht? Ach hier, da geht's schon auf, um die Pausen. Hat man es gesehen? Ah, da kommt schon der Tactical Timeout auf der Vorwerfrunde. So. Weiß nicht, ob du da drauf warst, aber Abu. Nein, ich hab's nur klingeln gehört. So, der ist halt an Connected vorbeigegangen, hat ihn angeguckt mit dem Crosshair, war auf ihm drauf, ist dann weggegangen. Dann hat Finn aber sein Mate geholt und dann musste er 18 sehen. Aber jetzt wird erstmal die Pause gecallt und jetzt, damit man sich erstmal absprechen kann, was läuft da jetzt nicht in Ordnung? So ein Tactical Timeout kann auch mal sehr gut sein. Joa. Ah. Wer ist der EGL bei Express? Ich glaube, das müsste Robin sein. Ich weiß nicht mehr. Oder war das jetzt hier? Ich weiß nicht, Blackie ist auf jeden Fall neu. Ich glaube, da gab es irgendwie so eine Umstrukturierung. Ja. EGL schreit gerade alle nur an. Was ist mit euch? Nein, das glaube ich nicht. T-Raced, genau, danke Snapper. T-Raced ist hier Ingame Leader.
Wahrscheinlich. Deinen Namen mal ausgesprochen habe. Eieiei, ich Ja. entschuldige mich hier an dieser Ja, Stelle ich für bin die auch nicht besser. Rebased. Karas Aber drin 23, 1, 14, 21, 2, anhab. 4. Eieieiei. Das geht schon mal richtig fit. Ah, hier, man sieht auch hier zum Beispiel Runden. Eieiei, was war da unten? Unter 3 hat. Da sind 4 gefallen, Wahnsinn. 5 Bomben explodiert. Schöne Statistik finde ich richtig schön. Hier sieht man auch, also sie finden es glaube ich auch da die Meister, die Überlebendste in den Runden. Wie sieht es mit T-Race aus? Ja. Oh. Oh, das scheint wohl eine längere Pause zu sein. Oder? Würdest du mir gleich einen Bescheid sagen, dann, wenn es Zeit wieder geht, dann würde ich mal kurz auf die Tabelle gucken. So. Also auf Tabelle sieht es folgendermaßen. Ups. Sieht es folgendermaßen so aus. Wir sind jetzt auf Platz 3, also Team X-Race. 22 Niederlagen und ja, also Siege. Zu vier Stück. Unpause ist called. Ach so, es geht Weiß. weiter. Geht's weiter? Ja, also Wunderbar. Dankeschön. Unpause wird hier So. called von Abbott. Eine Sekunde, joa. So. So. Ja, es geht weiter. 3 Runden noch. Auf Weiter geht's. geht's. Muss man Hafan. Ja? hier bei X-Trace aufpassen, dass das Ganze nicht schnell aus dem Ruder läuft. Ja, weil sonst ist es halt wieder noch Maps ja 1-1, ne? Erstens das. Zweitens jetzt, das ist ein gut organisierter Mitte-Push. Da sieht man schon, was ein Tactical Tamotora bietet. Gut abgesprochen, gut geplant. Die ersten Ts auf A sind schon draußen. Wir werden jetzt versuchen, die Bombsite halt zu öffnen. Weit unten Erfolg, Erex holt Abut. Zwei Leben noch. Zwei werden jetzt Erex erstmal zu stellen. Damit fallen beide durch Fomes. Fomes mit einem schönen Wallbang. Bombe wird auch schon geplantet, dem nachgezügelt, Schön. falls nicht so schlimm. Damit fallen zwei Leute. X-Race und da muss jetzt ein Klatsch von Cookie her, damit man die Runde noch rumreißt. Wir haben alles schon gesehen, wir haben vieles gesehen, wir haben ein Ace gesehen, aber den Klatsch werden wir nicht sehen. Damit endlich 14. Runde von X-Race. Damit ist der Joker nicht fürs Erste. Nicht verhindert, aber schon mal delayed. Genau. Auch alles drin, alles super, alles in Butter. Und ja, jetzt noch die 15. Runde geholt werden und dann hat man einen leichteren Weg durchs Game. Muss nicht mehr so viel Druck auf sich haben.
Heißt ja immer noch, wir brauchen eine Runde. Ja, dann ist das Draw safe. Noch nicht safe, weil noch man nicht. Gerade in diesen Runden, wenn man sagt, ja, jetzt Draw safe. Gerade dann wird es ein bisschen doof. Aber ich bin zuversichtlich und das sind die Jungs von Express sicher auch. Jetzt ein bisschen frisch Wind, wahrscheinlich gerade so Fenster aufgemacht, so frische Luft rein. Der ist ja auch mega warm. An. Ja, klar. Und aufgeheizt oder so. Umgehört, ja. Was zu trinken geholt, kaltes Wasser oder Energy Drink reingeballert. Jetzt noch mit voller Konzentration ins Game. Jetzt alle etwas leichter, denke ich. Kündigt sich hier auf B an. Ja, zurück und holt Blacky durch die Wand. Wahnsinn. Sehr interessanter Frag, allerdings kommt keine Rotation auf B nach, sondern hier wird direkt auf A gestürmt. Erex kann also leider nur einen holen, da wäre es wichtiger gewesen. Oh, schade. Terrorist Team Based kann auch nur einen holen. Der Bomb Plant bei Default ist aber verhindert worden. Sehr gute Molly hat nochmal Zeit rausgeholt für die Rotations. Einer von Jungle, der wird aber gecrossfired gleich, wenn er da rauskommt. Der von CT hat da etwas weniger Pressure. Kopf wird gespottet, aber der Schuss kann nichts gesetzt werden. Er weiß, dass er da gesehen wird. Er sieht ihn auf der Box. Jetzt weiß er auch, dass er runtergehüpft ist. Griggs zieht richtig raus. Und Connector lebt noch. Findet ihn am 1 gegen 2. Er hat aber mehr HP als beide zusammen. Aber die Afterplan-Position. Fuck. Ist eigentlich gelaufen. Ja, AK dann gibt die AK noch mit. Dann. Nächsten Versuch. Super 15 von Express. Da holt er auch ab. Oh. Sehr schön. Sauber. Er sie selber durchbringt, aber das ist halt jetzt eben der Reset gewesen. Weiter geht's mit einem Half-Buy. Was war's eigentlich? Wäre Force. 1000 left noch bei Sk. Ist richtig gut, dass die hier mit ganz vielen Smokes arbeiten. Pusht hier wieder vor. Abut pusht ziemlich gern, aber wird gleich in das Cross hereinlaufen. Sauber. Ray ist eine Waffe mehr. Falls sich der Ball hier aus, werden es gleich sehen. Da hüpft da, von, hüpft da rum. Und wieder die offensive Position, die sich Position. Position. Hast du gesagt? Ich habe auch gerade gesagt, dass Abut pusht, aber es sind Abut hier auf der Seite der T's. Und die CT's waren die, die gepusht haben. Ich hatte ein bisschen Mühe aufgestanden. Ist noch. Ja, ich dachte, du würdest jetzt mit dem Französisch sprechen. Position, Spaniol. Arex holt das schön an uns. Quicks auch. Damit ist die Runde eigentlich schon fast gesichert. Damit ist die 15. Runde durch einen Force bei fast gesichert. Arex muss da jetzt noch kurz rauspicken. Noch kurz. Okay, jetzt weiß ich sowieso, wo er ist. Damit geht der Short durch. Das ist bekannt, dass der Short ist. Oder Mitte. Auf B, das sollte auch gehört werden. Und da ist die Runde. Nein, der AWP fallen gehört. Ah, da hat ihn gesehen, hat ihn gesehen. Schöner Frag von Cookie, sehr wichtig, aber da ist schon der nächste auf dem Spot. Sehen wir hier einen Klatsch, einen phänomenalen Klatsch. Nein, er weiß, dass er nicht plantet. Jetzt ist die Zeit aus und er wird geholt. Da ist es. 15 zu 11 für X-Trace. Wunderbar. Jetzt ist die Frage, auf welchem Gerüst steht Runde 16? Gerüst. Oder Runde 12 für Unnamed. Ja, Gerüst. Auf etwas aufbauen, die Runde. Welchem Gerüst stehen? Ja, gebaut werden. Würde aber besser passen zu Unnamed, weil die haben hier recht Rabeln bei. Rast mit dem Push, mit dem Double Wahnsinn. Kill, mit dem oh Gott. Triple. Damit haltet er absolut alleine aus mit einem 4K in der letzten Runde. T-Raced ganz schön gepusht, super Timing ausgenutzt.
Damit 10 wäre es hier. 2-0 von Express, 16-12 auf Mirage. Comeback verhindert und noch wichtiger, Sova.